Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Force Unleashed. So, wir machen hier weiter. Hier sind auch wieder ein paar Gong-Droiden, nicht Gong-Droiden. Die wir gerne mal darunter hauen jetzt werden. Vor allen Dingen. Und ich hau euch gegen die Wand. Dich hau ich mal gegen den Gong-Droiden. Ja, perfekt. Schlagbonus gab's auch noch. Gong zwar nicht unbedingt, aber. Gut, Bonus klingt immer gut. Ich weiß mal nicht genau, was die Bonus immer bringen. Ich glaube, die bringen ungefähr nur Machtpunkte. So, ist hier wieder ein Fahrstuhl, der mich in eine neue Instanz bringt. Achso, das ist schon der Fahrstuhl. Aber fahr doch hoch. Hochfahren, nicht runter. War das gerade? Da ist Monokron. Da, das ist da jetzt mal unklar. Was geht denn hier? Ach, der andere ist auch schon tot. Für die Taste so, ich muss mal die 9 drücken. 10.000 Machtpunkte sind es auch nur. Auf deiner Seite auch noch eins. Das wäre ja lame, wenn da noch eins wäre. Ist auch keins, kein gut. Da passt ja, das haben wir hier noch so. Ach du. Was ist denn hier dringend in den mittleren Ring der Anlage vor? Okay. Ich habe, glaube ich, auch noch was für Geheimgang. Genau, hier bei den Kisten. Ich hab genau hier, guck mal nämlich rein. Und hier ist ein Holocron drin. Dass er einen instabilen violetten Lichtschwerkristall bringt. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen immer den aktuellsten Kristall. Mal sehen, wie der aussieht. Wo ist denn jetzt... das ist der komprimierte, ja, der instabile. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Mal gucken, wie es aussieht. Sieht wahrscheinlich jetzt nicht so klasse aus. Ja, sieht auch nicht. Aber wir haben ja gesagt, wir nehmen immer den... wo komme ich jetzt hier raus? Ach so. Wir nehmen immer den aktuellsten Kristall. Scheiße, falsch. Nein, das ist alles andere, was ich nicht angesehen will. So, du fliegst erstmal da runter. Habe ich das runtergezählt? Ja, habe ich. Sprintstoß. So, komme ich da auch irgendwie hoch? Ich glaube, ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Gegnerplatte. Okay, so viel Schaden gesteigert. Und ich, oh, jetzt kann ich, ja nicht mit Stinks. Das hat sich gar nicht bewegt. Ich habe es gesehen. Also die kann ich auch nicht besiegen, deswegen schaue ich euch mal da rein. Warum gab es keinen Zerstörungsbonus? Komm ich da irgendwie hoch? Oder komme ich von da oben aus da hoch? Probiere ich es mal, probiere es aus. Versuche ich es. Würdest du es bitte mal greifen da? Den will ich haben. Ich glaube, hier gab es noch einen Bonus, dass man da hochgekommen ist. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie man genau da hochkommt. Affe wahrscheinlich von hier. Jetzt will ich aber die Gegner irgendwie mal besiegen, wenn er sie mal anvisieren würde. Ja, perfekt. Nee, doch nicht perfekt. Kann ich ihn besiegen? Und das war gut! Sehr guter Move von mir. Wenn man den Trick benutzt, dann ist es auch gar nicht mal so schwer, was hier so bestimmt. Oder haben wir das gerade gehabt? Nee. 2 von 5 Fangleitung zerstört. Hier, das wird der Bonus sein. 4 von 5 und wo ist die Nummer 5? Hier ist die Nummer 5 und ich treffe natürlich nicht. So, hier. Boom. Oh, jetzt kippt das Teil um. Wir stehen mitten drauf. Springst, komm, spring runter, spring runter. Komm. Komm, ich wäre jetzt zur anderen Seite gesprungen, aber. Ja, gut, Bonus-Ziel war es, okay. Falsche Richtung. Jetzt wäre ich fast... Okay, hier kann man nicht mehr rauskommen. Ich glaube, ich wäre da rausgegangen, wenn ich jetzt... Wenn da keine Tür vor gewesen, also kein Gitter vor gewesen wäre. So, jetzt komme ich hier raus. Hier ist auch noch ein Fahrstuhl. Perfekt. Kann es irgendwie sein, dass die ganz schön wenig Sound sind? Da kommt es mir so vor. Wahrscheinlich drin in den Mittel vor. So, das war noch gar nicht von gerade. Oh, Sniper. An der beschissensten Position, wo wir noch stehen können. Das war knapp. Das hätte doch mal totdeuten können, aber da hinten vorne war ein Speicherpunkt. Gott, ich muss hier weg von dem scheiß Abgrund. Wenn die Sniper kriegen, muss ich echt hier erstmal in Deckung gehen. Krieg ich den hinten anvisiert? Natürlich erstmal noch nicht. Also brauche ich eine bessere Kamera, so. Jetzt renn doch nicht immer weg. Ich will dich anvisieren. Du nährst mich. Nein, nicht. Jetzt gleich das Ding hier hoch. Okay,
Tatsache, es ist wirklich so, wenn man die Maus langsam bewegt, dann spart man sich wirklich Zeit. Okay, also Maus langsam bewegen, das müssen wir uns unbedingt merken. So, jetzt muss ich hier hochkommen, ohne zu sterben. Oh Gott. Ich sag mal, wir müssen hochkommen, ohne zu sterben. Fuck, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nichts verpasse. Und jetzt nur ein Zifolokron. Mit Unverwundbarkeit, geil. Kann man schon mal die Viecher hier nicht nerven. Die Viecher, sag ich schon. Die Gegner hier nicht nerven. Können wir jetzt erstmal nicht sterben. Du fliegst erstmal da runter. Zerstörungsbonus? Also müssen wir mal bei der Stelle, bei der Höllenstelle, die ich ja nicht mag, das habe ich euch erzählt. Ich werde es ein paar Mal probieren. Wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich einen anderen Spielstand nehmen und euch trotzdem die Filmsequenz zeigen. Ja, da kommen wir jetzt, wenn ich wieder denselben Weg nehmen wie gerade eben hier hoch. Geht das? Ja, es geht. Gehen wir hier. Oh Gott, jetzt kommt der Mist. Okay, da fliegen Kugeln hoch und hier ist der Schild. Perfekt. Das heißt perfekt. Nein, nicht perfekt. Doof. So. Dann den Mist hier machen wir noch. Kann eigentlich wieder zurück. Weil die Tür nicht mal auf. Doch, sie geht noch auf. Ich finde es irgendwie auch komisch, dass er den Arm bewegt, wenn man die Tür aufmacht. Ich glaube, an beiden Seiten war sowieso ein Holocron. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Hier ist ein Maus-Droide, geil. Der aber irgendwie nicht gestorben ist. Kann man die Fenster kaputt machen? Ja, kann man. Geht den Gitter. Oh Gott. Geht den Gitter zu? Nee, geht hier nicht. Ja, das ist noch perfekt. Und ich hab, und jetzt liegt da, Schild hat er relativ nicht verloren, so ist er nicht verloren. Was haben wir hier bekommen? 10.000 Machtpunkte. Okay, der hat wieder einen verkehrt angezeigten Schild. Ja, das Ding sehe ich jetzt einfach so. Was haben wir hier drin? Nichts. Hier ist nichts drin. Okay, ein leerer Raum. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür der da sein soll. Ich glaube, in der nächsten Folge kommt schon ein Kampf. Aber den machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, denn der ist nicht so ganz einfach. Ist zwar nicht schwer, weil wir eh auf einfachsten Schwierigkeitsgrad spielen. Also ich wollte übrigens auch nochmal sagen, dass ich rausgefunden habe, der hat schon wieder ein verkehrt angezeigtes Schild. Ich glaube, ich hatte ein paar Anzeigefehler. Dass man das Spiel auch im Spiegel spielen kann. Also im Spiegelmodus. Wenn man mit einem bestimmten Cheatcode, der hieß, glaube ich, Mindtrick. Also M-I-N-T, nee, M-I-N-D und dann Trick, wie man halt Trick schreibt. Der hat bestimmt auch wieder ein Schild. Ja, hat er. Den hat er auf jeden Fall. Komm, jetzt schlag. Jetzt den. So, perfekt. Und was gibt's hier noch so? Ah, oh, geil. Wind. Ich weiß nicht, ob es Wind ist. Wie viele Gegner kommen denn jetzt hier noch? Da will ich auf jeden Fall nochmal hier hin, weil hier ist, glaube ich, auch noch ein Holocron. Aber ich sollte keinen nicht benutzen. Würdest du mal bitte aufhören zu flüchten? Ich werf die. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich muss, glaube ich, alle Gegner und alle Gegner besiegt. Kriegt man da einen Bonus für? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier noch ein Holocron. Auch so 10.000 Machtpunkte. Okay, das war ja eigentlich auch klar. Eigentlich war es logisch. So, gibt es hier noch irgendwo was? In den Gängen, das dürfte eigentlich nichts mehr sein. Hier noch ein paar Kisten rummachen. Irgendwie sieht es hier ein kleines bisschen komisch aus. Okay, da hinten müssen wir hin. Gott, das ist eine kurze Folge, ich sehe es jetzt schon. Ich würde sagen, weitermachen wir was in der nächsten Folge, denn diese Folge, das wird ziemlich zu lange dauern, einfach für eine Folge. Dafür wird die nächste Folge etwas länger. Dann tschüss, bis bald, ciao.